Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt auf meinem Kanal Ahead in Time. Ja, und bevor wir loslegen, also ins Spiel gehen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, momentan ist ja unausweichlich zu sehen, und zwar das Thema mit Artikel 13 und Artikel 11, beides eigentlich relativ wichtige Themen. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, ich sage nur so viel, guckt euch das an, lest euch da rein, ich will nicht darüber viel reden. Ich weiß, was uns da allem blüht, unter anderem auch normalen Menschen wie, ja, Familien, weil das heißt, ich sag's jetzt mal ganz blöd, Schulkinder müssen 20 Bücher tagtäglich dann kaufen, nur wegen einer Arbeit oder so, ganz blöd gesagt jetzt, ist nur eins der Beispiele, was auch noch kommt dann, weil daran denkt auch keiner im Bundestag, weil momentan darf und kann man noch im Internet alles finden, sprich Wikipedia, Google. Und wenn das soweit ist mit Artikel 13 und Artikel 11, dann ist das ja mit Bildrecht und so alles und Zitatrecht schwierig. Und dann ist halt die Frage, was findet man nachher im Internet überhaupt noch? Und was muss man aus Büchern wiederholen? Gut, aber wie gesagt, ich will nicht drauf eingehen, ich will nur darauf hinweisen, dass man bitte doch mal drauf gucken sollte. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ja, ich dachte, wir legen los. So, ja, neues Spiel starten. Wie ihr schon richtig erkannt habt, habe ich zwei Spielstände. Einmal einen für mich, einmal einen für meine Freundin. Und jetzt kommt der für YouTube. Ja, ich freue mich. Neue Grafikkarte, neues Spiel, neues Glück. Alles ziemlich verzückt. Nee, keine Ahnung. Entzückt? Wie auch immer. Ja, Ladebildschirm ist relativ lange gerade. Ich entschuldige mich schon mal vorab. Hallo? Spiel. Achso, und ich spiele übrigens mit einem Xbox 360 Controller. Ist auch übrigens das erste Mal, dass ich das am PC mache. Aber daher das Spiel sich somit ein wenig angenehmer steuern und auch spielen lässt, bis auf das eine oder andere, ist das mir sehr lieb. Soundbugs vom Spiel stammend, nicht vom PC. Nur ganz kurz darauf hingewiesen. Weil ich habe schon so oft neu gestartet, so oft neu installiert, es ist wirklich irgendwie. Fragt mich nicht, woran es liegt. And welcome to yet another day of space adventure. You are only 5 light years away from your destination home. The fuel tank. So sehe ich auch aus, wenn ich aus dem Bett steige. Ich möchte nicht, ich will einfach nur nicht schlafen legen. So. Das Raumschiff. Ja, da sind wir. Als ein Spiel von Gear for Breakfast. Ja. Da sind wir nun als kleines Hat Girl. Ein Schrank. Du trägst nur ein Outfit. Also gibt es hier viel Platz für Leichen. Okay. Jonas Carliffen hatte. Oh Gott. SFX und Musikkomponist Pascal M. Stevel. Was finden wir hier? Oh, ein Edelstein. 3D Art Director, konnte ich jetzt nicht lesen, Entschuldigung. 2D Art Director Jenna Brown. Boah. Sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Vincent, Entschuldigung, kann ich nicht lesen. War leitender Schachter Assistant. Habe ich das richtig gelesen? Keine Ahnung. Ja. Ach, wie cool. Oh, warte mal, was ist das denn? Ich bin zwar in meinem privaten Spielstand schon weit, ne, aber... Hier ist eine Ecke. Okay, wir können nicht tauchen, ne? Ne. Irgendwas ist das da. Und ich kann... Ja, gut, Kamera links, rechts geht, aber der Rest nicht. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Okay. Oder... hallo, Controller? Okay. Ich kann leider hier eventuell gleich nochmal den Controller umstöpseln muss. Das heißt, ich muss ganz kurz. Hallo. Was ist denn da los? Okay, es kann sein, dass das häufiger passiert. Ich entschuldige mich vorab. Ich weiß nicht, woran es liegen kann oder tut. So. Wir haben da oben ein Ausrufezeichen. Oh! Hier, GameCube-Anspielung.
Okay, ist. Was ist das? Okay, ich versuche so wenig wie möglich den Controller hin und her zu schütteln. Irgendwie kriegt das Problem. B. Oh, warte mal, da fällt mir auf. Wir hatten doch einen Stuhl da. Huch. Okay, das kommt jetzt vom Spiel allerdings. Leute, ich würde sagen, ich bin gleich wieder da. Von daher, ganz kurzer Schnitt. Bis gleich. Okay, Leute, ich bin ganz kurz da. Ich spiele mal ganz kurz mit Tastatur und Maus, weil gerade... Jetzt wird der Controller erst wieder erkannt gerade. Okay, sehr seltsam. So, ich will mal ganz kurz gucken. Okay, hier passiert auch nicht viel. Warte mal, ich finde viel witziger. Warte mal. Nein, sie hat einen GameCube-Rucksack sich gebaut. Mit anderen Worten, der ist bewegbar. Na gut. Aber wir legen jetzt mal, würde ich sagen, vernünftig los. Denn ich weiß nicht, woran es liegt. Jetzt blockiert das Spiel wieder. So. Ich schneide solche Sachen einfach raus, okay? Wenn irgendwas passiert und ich einen Schnitt drin habe, nicht wundern, dann habe ich sowas rausgeschnitten. Gleich vorweg als Info. So. Damit es nicht heißt, ich mache irgendwas ohne euch. So, da ist ein Ausrufezeichen, da gucken wir doch mal. Boop. Niedlich. Boop. Ach nee, Link. Hä? Da ist jemand. Achso, übrigens, auf den Staubsauger kann man rauf. Moment. Dann fährt er einen mit. Achievement habe ich schon unlocked im Privatspiel, deswegen. Also einige sind schon im Privatstand abgehakt. Irgendwie helfen? What is this? Was ist das? Ein fliegendes Boot? Alle Boote müssen Maut bezahlen in Mafia Town. Mafia kommt rein zum Einsammeln. Nein, 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 nein. Mafia bleibt raus. Mafia nicht gerade sonderlich schlau. Okay. Null von null. Ja. Ich kann Headpit ein bisschen verstehen. Anderes Achievement, was ich auch schon unlocked habe, ist Storybreaker. Weil ich statt vorwärts renne oder gerannt bin, einfach an der Seite rausgehüpft bin. Ich zeige euch das gleich ganz kurz. So, Moment. So, und zwar wie folgt. Ihr müsst die Kamera einmal drehen. Und dann hier so ein Wandsprung ausführen. Wenn der Controller nicht versagen würde. So. Also. Ja, ich mach das mal mit Tastatur. Warte mal. Wie war das noch? Oder von hier aus? Auf jeden Fall muss man hier durch die Öffnung durchhüpfen.
LZW irgendwie vermeiden, dass halt die Story getriggert wird, die ja ab da vorne beginnt. Oder war das hier? Ja, hier war das. Da kann man halt die Story umgehen und direkt da drüben. Nein. Hier gibt's nichts Interessantes, okay. Boah, Tastatur und Maus ist ein bisschen anstrengend. Ich wechsle wieder zurück auf Controller. Oder auch nicht, weil. Was ist denn da los? Ist der. Also der Controller ist definitiv high, Leute. Es liegt irgendwie am Spiel selber. Der kommt darauf auf den Controller irgendwie einfach nicht klar, habe ich das Gefühl. Fragt nämlich nicht, woran es liegt. So, hier ist eine Kiste. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht die Story breaken, ne? Deswegen. Okay, ich verstehe das nicht. Controller ist angeschlossen. So, drücke Start. Wie gesagt, sollte es häufiger vorkommen, werde ich gleich einfach ein paar Sachen umstöpseln müssen. Weil eigentlich funktioniert der Controller einwandfrei. Ich spiele mit Maus und Tastatur jetzt erstmal. So, sieht man da hier vorne wieder raus. Hi. Oh, warte mal, ein Tresor. Und drei Tresor-Tickets. Da oben ist noch einer. Zwei. Gibt's noch irgendwo einen? Oh ne, aber. Auf dem Palmen. Oh Gott, die Steuerung ist so. Ah, ich will nicht sagen schwammig, aber sie ist schwammig. Gekriegt! Springhutgarn. Sprinthutgarn, Entschuldigung. Okay. Das war interessant. Frage ist jetzt, wo. Okay. Ah, wir kriegen eine Art. Ah, toll. Wegbeschreibung. Da ist doch schon der. Drei. Was kriegen wir jetzt dafür? Ah, nochmal einen Sprinthutgarn. Ja, gerne. Yay, wir haben jetzt den Sprinthut. Dieser Hut sieht bereits zum Sprinten aus. Drücke und halte Left Shift, also linke Shift-Taste, zum Sprinten. Okay. Na gut. Wie dem auch sei. Ich gehe mal in den flüssigen Übergang auf den anderen Controller über. Ich weiß echt nicht. Wie gesagt, eigentlich ist der Controller heil, das ist kein Problem. Ich stöpsel eben um, Leute. Tut mir leid. Kurzer Schnitt. So, kurz umgestöpselt. Ich hoffe, dass es jetzt ja, beim Funktionieren bleibt. Wenn nicht, wäre ein wenig schade. Gut, das habe ich jetzt, glaube ich, gefailed. Oder muss sie da hoch? Auf jeden Fall, hey du, da unten. Glaub nicht, dass mir nicht aufgefallen bist, dass du hinter mich herschleichst. Wie Kinder sollten zusammenhalten, nicht einander belästigen. Ich, meine Mafia-Stadt kann eine sehr gefährliche Ort sein. Also, was sagst du, willst du meiner kleinen Rebellion beitreten? Oh, so nebenbei. Hast du irgendwas mit diesem Müll zu tun, der vom Himmel gefallen ist? Er fällt? Ja? Au. Oh. Wie scheint, als müsstest du viel aufräumen, nicht? Weißt du was? Komm hier hoch und ich zeig dir, wo ein bisschen von deinem Müll gelandet ist. Okay. Ich lese das jetzt nur den ersten paar Mal vor. Ich glaube, im Nachhinein ist das dann nicht mehr so relevant, wenn wir hier nochmal, ja, quasi Backseat Gaming betreiben, heißt irgendwelche Sachen noch aus den Welten holen. Weil ich habe schon gelesen, dass man häufig in Welten zurück muss.
Unter anderem wegen sowas wahrscheinlich. Nee, warte. Ich glaube, da kann ich so schon rein. Moment mal. Out. Ah, Tatsache, ich kann hier so rein. Hexenhutgarn. Okay. Interessant, dass wir einfach hier durch den Gitter geschimmert haben. So, ich glaube, jetzt habe ich aber die Aufgabe, den Knopf nochmal zu drücken. Ah, nee, ist immer noch unten. Okay, oh, Moment mal. Ist ja interessant. Ah, wie geil. Okay. Was steht da? Lost, found. This egg. Okay. Cool. So kleines Easter Egg an Rande. Gibt hier noch mehr zu sehen? Wenn die Kamera mitspielt, ich glaube eher nicht. Okay. Ich sollte mal wieder die Kamera zurückschwenken. So. Es soll übrigens sehr viel von Mario und Zelda haben, so kombinationsmäßig. Ich lasse mich überraschen. Folge mir, Rebell. Okay. Ah, da. Ich muss aber hier nochmal auf den Abstecher, weil ich habe da was gesehen. Tut mir leid, ich spiele, wie ich spiele. Und wenn ich da was sehe, kommt es automatisch über mich. Das Verlangen, da hinzugehen. Wir haben noch den Sprühschuh schon. Aber interessant, was wir da hinter der Wand erblickten. Wo wir wahrscheinlich nicht hinkommen. Out. Ich glaube, ein deiner Möchtstücke in den Marktbrunnen hat ihn ordentlich zersplittert. Wenn du dahin gehen willst, solltest du Augenkontakt mit den Mafiosis vermeiden. Und dann wird alles gut sein. Viel Glück, neue Rebel. Okay, jetzt sind wir nicht mehr an der Hand genommen, so ein Motto. Moment mal. Ich sehe da doch. Ja, meine ich doch. Warte, da will ich dann über die Treppe hier hoch wahrscheinlich. Ah. Okay, das ging. Sprinthutgarn. Da hinten ist auch noch was. Okay, warte mal, wie kommen wir denn? So kommen wir hier wieder hoch. Oder ich habe ein bisschen getrickst. Wahrscheinlich kommen wir von den Dächern aus. Nee, das schaut mir nicht so aus. Aber von hier sollten wir doch eine gute Chance haben. Dann kommen wir wenigstens hier hin, aber auch nicht höher, ne? Oh, hi, wie geht's dir? Oh, hoppla. Na gut. Hi there, young Hallo, junge Dame. Ich komme aus einem weit entfernten Land. Ich habe jeden Winkel der Erde gesehen und jetzt verkaufe ich winzige Stücke meiner Entdeckung. Entdeckungen. Ja, mein Gott. Du kannst mich Ansteckerhändler nennen. Ich kaufe und tausche Anstecker. Ich kann dir starke Fähigkeiten und Upgrades für deinen Hut anbieten. Aber nur wenn du genügend Pons hast. Ach, Pons sind diese Edelsteine. Zieht automatisch Gegenstände an dich heran. Da fehlen uns noch vier für. Ringschirm wird kurz vor einem großen Sturz automatisch geöffnet. Verstopf deine Ohren, sodass du nur noch leichtes Nuscheln hören kannst. Okay, vorhin, warum ist das 800? Also, okay, dafür fehlen uns nur noch ein paar. Ja, irgendwie will ich den ja haben, ne? Könnte mal die Kamera... Da sind noch ein paar... Nee, das sind Volleybälle, ne? Na super. Ich dachte gerade. Aber das sind auf jeden Fall welche.
So, jetzt sollte es reichen. So. Dann kaufen wir uns den mal. Ach du Heilige. Und wir haben einen Anstecker. So, das... Ich will natürlich wissen, ob es auch funktioniert. Ja, wir ziehen einfach alles automatisch an. Wir brauchen nicht mehr exakt in die Dinger reinrennen. Moment, das heißt... Ah doch, das sind welche. Bloß sind halt wahrscheinlich auch nur mit einem Magneten zu kriegen. Da bin ich gerade ein bisschen zu weit links gesprungen. Ach nein, wie cool ist das denn hier? Kleines Fischgericht hier. Naja, gut, klein ist ein bisschen untertrieben, ne? Ist ja ein Riesenfisch. Was ist denn da oben? Okay. Ich sehe ja schon wieder ein Papier. Ah, komm her. Mafia World Code. Aber ein blauer diesmal. Haben wir noch. Ah, warte, da unten ist noch so ein Knäuel. Und da ist er saved. Rechts, habe ich gerade gesehen. Und wir schimmern durch die Kiste. Na gut. Ist mal vergönnt. So. 3 insgesamt. Okay. Einer soll hier irgendwie oben sein. Ah Gott. Ah da. So. Ah, und ich sehe dann schon den nächsten. Autsch. Wie soll ich den denn... Ah, warte. Wo war der jetzt? Ach, da oben. Dann gehe ich mal eben hier rauf. Autsch. So viel zum Thema. Ich gehe mal eben hier rauf. Okay, das hat jetzt funktioniert. Finde ich mal gerade wieder ein bisschen lustig. Kann ich nicht einfach... Tatsache. Hier ist einfach der Anfang. Ah, es wird ja lustig, dass das dann... Nee, okay, das funktioniert nicht. Ich muss von der Seite hier... da hoch. Ah. Das macht also auch einen Unterschied, in welchem Winkel man hüpft. Hä? Oh Gott. Jetzt fängt es wieder an. Steuerung zwar alles prima, ne? Aber komm erstmal drauf klar auf die dreidimensionale Welt. Okay, das hat funktioniert. Hä? Achso, wir müssen einmal kurz hüpfen. Gut, und somit haben wir alle. Und noch ein Hexenhutgarn. Sehr schön. Aber das wird jetzt nervig, wenn ich ständig den Controller umstecken muss, fällt mir mal ein. Ah, ich werde das sehen. Weil ich muss ja eigentlich meinen PC-Anschlüsse so lassen, wie ich die habe gerade. Weil so habe ich mich dran gewöhnt. Ich höre hier doch irgendwas. Was ist denn das hier? Warte mal. Ach so, das tut ihr weh. Ich weiß. Ah, Moment, deswegen hat sie eben so gehüpft. Ah ja, das tut weh. Wie, aber wie mache ich denn... Ach ja, warte, Start. Hä? Ah, okay. Ja. Hexenhut. Kopfverrückte Mischmasch. Halte... um einen explosiven Zaubertrank zu werfen. Okay. Muss ich mal ausprobieren. Okay. Ja, zum Wechseln weiß ich. Linken Button, aber brauche ich gerade nicht. Hä? Oh, was ist das denn? Ein Geschenk! Wie cool ist das denn? Schatz, dieser Schatz könnte zu anderen Schätzen passen. Na, das wollen wir doch mal
hoffen. Ich wollte gerade sagen, hast du die Augen zu gehabt? Na gut. Cool. Das ist, das muss ich mal in meinem eigenen Spiel auch noch finden, wahrscheinlich. Hier ist noch so ein kleiner Markt oder Bazar, könnte man sagen. Und noch, oh nee, noch ein weiterer Volt Code. Eins. Ah, und da ist der Tresor dazu. Machen wir den doch gleich mit. Aua. Oh, oder auch nicht. Ich weiß noch nicht. Also, hier soll einer sein. Da unten ist einer, den sehe ich auch schon. Und es sind sechs. So, die anderen sind alle in die Richtung. Einer offensichtlich direkt hier hinter dem Pfosten. Da, okay. Bitte einsammeln. Und zwei irgendwo hier auf der Ecke. Da ist auf jeden Fall noch ein Garn. Sprinthutgarn. Sehr schön. Aber das erzählt mir immer noch. Ich weiß, ich kann dahin irgendwie, wo sie gesagt hat, dass da der Müll ist. Sprich, meine Zeitstücke irgendwie heißen die, glaube ich. Warte, muss ich das hier zerstören? Nö. Dann ist es noch weiter unten. Ah, okay, da. Boah, das ist ja richtig ätzend, immer hinterher zu rennen. Ja, alles klar. Ah, da hinten, jetzt sehe ich ihn auch. Okay, dann hören wir auch das, wenn sie alles hat. Und wir kriegen für unsere Anstrengung Riss-Token. Benutze diesen Tokens an der Orb-Maschine, um niedliche Belohnungen zu bekommen. Okay. Da ist die Taste. Ich musste kurz. Ah, okay. Gut, dann ich schieße mich mal hier ganz kurz durch, offensichtlich. Erst recht durch verschlossene Türen, ist eine ganz tolle Sache. Und dann würde ich sagen, kletter ich hier mal hoch. Okay, ich habe jetzt schon wieder eine ganze Menge an Sachen. An. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie die Teile heißen. Verdammt. Pounds heißen die Dinger, ne? Und irgendwie erinnert mich die grüne Röhre an irgendjemand anderen. Aber hey. Ich glaube, wir müssen sowieso in die Richtung, ne? Da hinten ist ja unser Zeitstück. Also, was da ja immer noch auf uns wartet. Ah ja, okay, uns tut ja schnell die Hand weh. Okay, okay, verstehe. Wir dürfen hier nicht helfen. Warte, können wir nicht einfach mit dem Zaubertrank? Tatsache, das funktioniert. Funktioniert sogar sehr gut. Oh, wir haben ihnen geholfen und dafür kriegen wir einen Sprinthutgarn. Könnten wir auch gut gebrauchen, wenn wir den Sprinthut nicht hätten. Aber hey, ich sammle jetzt einfach schon mal alles ein, um nicht nachher doppelt und dreifach, wie gesagt, hier hin zu müssen. Ist, glaube ich, auch besser für euch. Und nochmal ein Hexenhutgarn. Okay. Aber so allmählich, ich glaube, das war's. Ich weiß noch, von da hinten irgendwo sind wir gekommen. Moment, da drüben. Da war noch eine Kiste, die wollte ich ja vorhin nicht einsammeln, weil ich dachte, okay, bevor ich wieder Storybreaker mache. Wie gesagt, das ist ja ein Achievement. So, mal sehen. Hexenhutgarn.
Okay. Richtig schön. Der hier schläft. Ja, wie gesagt, dann würde man hier einfach rüberspringen und dann hätte man Storybreaker. Weil man halt gar nicht erst auf Mustache Girl trifft. So. Hey! Oh? Ich werde nicht mehr, wir können mit dem Schirm kämpfen. Ich werde. Ich würde mal sagen. Achso, ich muss ihn schlagen, ne? Ja. Ich hatte so. Hä? Okay. Wir haben's. Und haben das Level komplett. Sehr schön. Ich hätte wieder das Kapitel, sorry. Was heißt das Kapitel? Ne? Das Level wohl eher nicht, weil wir, wie gesagt, noch häufiger herkommen müssen, um wirklich alles einzusammeln, höchstwahrscheinlich. Naja, immerhin. Okay. Wir haben. Achso, wir haben jetzt Strom. Energie in der Haupthalle wurde wiederhergestellt. Das Kapitel Mafiastadt ist jetzt verfügbar. So. Okay. Die Stadt der Mafias. Neu. Ja. Das ist frei. Das kostet uns 5 dieser. Ich vergesse es immer wieder. Pound. Ich würde sagen, wir machen erstmal Fasskampf. Kapitel 1, Mafiastadt. Akt 2, Fasskampf. Ach, ist sogar der zweite Akt. Das ist ja sehr schön. Huch. Okay, da sind die Mafias und tanzen um den Fass. Es ruckelt wieder ein bisschen. Irgendwie, sobald man in ein Level reinkommt, ist das das minimale Problem, könnte man sagen, vom Spiel. Aber... So. So, wir sammeln auf jeden Fall gerade noch zusätzlich Edelsteine ein. Oh, warte mal, kann ich hier... Ja, ich kann hier Edelsteine sammeln. Okay, da habe ich schon weggesammelt. Oh, jetzt bleibt nur noch da unten, ne? Dein Kuckuck. Was? Oh Gott. Was für ein Angriff? Prügel ein kleines Mädchen an. Hey, ich bin zwar aus einer anderen Richtung gekommen, aber hey. Mafia can't have child witness when hey, Mafia Kind! Husch! Mafia darf keinen Zeugen haben, wenn Mafia Lektionen erteilt. Oh? Ist awkward for Mafia. Das merke ich für Mafia. Mafia nicht sicher, was zu tun ist. Boss, what do we do with was machen wir mit Zeugen? Teach a lesson, boys. Bringt ihr eine Lektion bei, Jungs. Ah, ich war mit dem Rücken gerade zu. Oh. Ja,
Enough! Genug! Mafia wird sich nicht vor Mädchen beugen. Spüre Mafias Zorn. Okay, es hat auch noch was von Donkey Kong, habe ich so das Gefühl. See if Grom can handle this barrel. Do not think about avoiding barrels. Ja. Okay. Heads up, little punk. Jetzt hat das funktioniert, was ich versuchen wollte. Aua. Ah. This lead nowhere. Das bringt nichts. Mafia muss sich im Mafia Style darum kümmern. Spür, was Mafia alten Frauen antut. Echt jetzt? Wie hast du... Ich lese trotzdem weiter vor, so wie das geht. Huch! Tschüss! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Okay, falsches Spiel, ich weiß. Ja, okay. Ach, hier kriegen wir einfach so das, Stück. Sehr schön, da haben wir schon 2 von 40. Das wird ja... Ja. Kannst du den glauben, was für ein Haufen Loser? Hey, du bist ziemlich okay, neues Kind. Hast du einen Namen? Nein? Bist du schüchtern? Ist okay. Du bist als so ein eher ein weniger Reden, mehr Kampfkind. Diese Dinge, dass du da nahmst, sammelst du sie, weil ich weiß, wo mehr von ihnen sind? Ich glaube, ich habe mich versprochen. Entschuldigung. Seitdem du hier angekommen bist, sind sie vom Himmel gefallen. Ich habe gesehen, dass die Trottel sie zu ihrem Hauptquartier nach ganz dort oben schleppten. Wir sollten dahin gehen und deinen Müll besorgen. Das wird spaßig. Ich nehme an jeder Gelegenheit teil, wo man mit den Mafias rumscherzen kann. Schlägst du ein? Echt jetzt? Cool. So. Jetzt haben wir das geschafft. Und ich gucke gleich mal nach der Zeit. Intruder Alert! Was ist denn los? Was geht denn ab? Ich sollte eigentlich mal den richtige Stimmen geben. Ich spreche ja mit meiner normalen Stimme. Das passt ja gar nicht. Ganz kurz. 40 Minuten haben wir schon. Okay, peinlich. Dann sind das die ersten 2 Parts. So in etwa. Scheiße. Nein, also dann ist das auf jeden Fall der erste Part. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao.